Hallo und herzlich willkommen bei Robots Let's Plays. Heute mit dem Topspiel der Saison FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg. Damit Platz 1 trifft auf Platz 2 und nicht wie angesagt im Frankenstadion. Oh nein, 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 in der Allianz Arena. Wie ist es Bayern auch nennen? Dahom. Dieses Spiel kann natürlich eine Entscheidung für die Bayern sein. Dass hier irgendwann mal abgeschossen werden, davon rächt eigentlich jeder, aber es geht ja auch darum, wie viel Abstand holen die Bayern zum Rest der Konkurrenz. Und da liegt die Hoffnung Fußball Deutschlands auf den Aufsteiger, auf den 1. FC Nürnberg. Gucken wir uns das an. René Adler als zweiter Mann jetzt bei Bayern München in seinem Tokio. Und noch Neuer, Martinez, Boateng, Lahm, Alaba, Robben, Götze, Müller, Rafinha und Nyam. Wer auch immer Nyam ist. Und die Aufstellung. Ich habe auch noch ein bisschen wieder korrigiert gehabt. Wir hatten ja in der Folge davor ein B11 nur stehen gehabt. Jetzt wieder unsere erste Elf mit Rekovic im Tor, Hoflein und Rüdiger im Abwehr, Zeljic und Ake. Starke, Gebhardt, Bulan, Schöpf, Werner und Schöpf hab vergessen auszuwechseln. Und Celostek habe ich absichtlich drinnen gelassen. Einen habe ich vergessen. Gut, was soll's. Wir werden dort defensiv rangehen, Leute. Wir werden hier auf Konter spielen. Konter. Und die Bayern. In Nürnberg, Nürnberg und in Wolfsburg Tradition auskontern lassen. Das ist, was sie gar nicht mögen, die Bayern. Da war jetzt ein Fünkchen am Platz, aber hier, da ist er, Nem, den ich nicht kenne. Lasse laufen, die Bayern, lasse laufen. Halte den Ball in den eigenen Reihen. Und da ist die Wand. Da ist die Wand. Das ist Wahnsinn. Die Wand, die sich FC Bayern nennt. Das ist. Schön. Schöpf. Sucht jetzt die Lücke. Spielt auf Niklas Füllkrug. Er tankt sich da mal einfach in den Strafraum rein. Aber naja. Bevor irgendwas schief gehen kann. Die pranken und weit vor. Bayern stark jetzt bei einer Balleroberung. Wie man es nicht anders kennen. Aber kleine Unachtsamkeiten. Nur hinten rein, hinten. Aufpassen. Das ist, wer ist das? Götze ist das. Mit dem Abschluss. Und Einwurf. Weiter Einwurf. Oh, es gibt Gelb. Alaba, der böse von den Beinen geholt. Gleich mal ein Zeichen gesetzt hier. Selbstzweck holt sich hier den gelben Karton ab. Mit viel Einsatz auf der rechten Seite. Hat heute mal Vorzug bekommen vor Da Costa. Und jetzt der FC Bayern mit dem Freistoß. Wir haben zwei kassiert gegen Wolfsburg. Und da gerettet noch. Angenommen, jetzt muss der Konter folgen. Jetzt, nur so haben wir hier eine Chance. Und wird auch hier gelegt und das war Alaba. Wurde gerade selbst noch gefoult und jetzt kassiert auch selber die gelbe Karte. Gerade selbst noch Opfer einer solchen Attacke geworden und jetzt von Opfer zu Täter. Fast dieselbe Position. Schwach getreten. War auch, glaube ich, ein bisschen optimistisch aus der Entfernung. Das geklärt einfach nur.
Ja. Na, schön behauptet. Versuchen jetzt den Ball auf engstem Raum zusammenzupassen. Nicht viel Platz zum Ablaufen geben den Bayern, weil sie sind uns einfach jetzt auch massenweise überlegen, habe ich das Gefühl. Und auch in der Qualität jetzt wieder zurück. Aber jetzt werden sie wieder schnell und aufpassen. Sie werden natürlich jetzt vermehrt über die rechte Seite kommen, da hier ein bereits gelb verwarnter Spieler sitzt. Und jetzt sind wir wieder dran. Schöpf. Macht das gar nicht so verkehrt hier. Schickt jetzt Werner. Der auf dem Flügel. Schickt Bonega, der schießt einfach mal drauf. Neuer atmet durch. Weil so weit weg war der Ball nicht vom Kasten. Erste Annäherungsversuche ans Tor. Der Nürnberger. Bayern hinten souverän. Bis jetzt. Mal aufpassen, Niklas. Wir müssen natürlich alle defensiv mithelfen. Jeder Einzelne. Schön. Und Schöpf wieder. Er wird heute Drehangelpunkt sein. Jetzt am liebsten eher SF zugetraut, aber okay. Vergessen ist vergessen. Muss das Beste draus machen. Ist natürlich die Chance für Schöpf heute. Aber ich vermute in der zweiten Halbzeit. Es gibt die nächsten Gelben. Das gibt die nächste gelbe Karte. Auch für Hoflind. Innenverteidiger diesmal. Es werden einige heute, werden, habe ich so viel Gefühl. Gegen die Bayern wird es ein hartes Spiel. Ein hartes Stück Arbeit. Aber Bayern hinten offen. Ihr kann bei mitnehmen, schön. Jetzt noch. Was heißt nur noch? Jetzt haben wir noch Manuel Neuer vor uns, aber das ist auch eine leichte Untertreibung, wenn man das sagt, nur noch. Wenn man dann den besten Tormann der Welt vor sich noch hat. Und das jetzt aufsteigern, das ist gar nicht mal so einfach. 5 Minuten Nachspielzeit, Benetia mit dem Abstoß durch Abseits. Schöpf. Schöpf. Ja, es bietet, aber Niklas läuft auch nicht gescheit mit. Also muss ich sagen, gefällt mir gerade gar nicht, Niklas Füllkrug. Was war jetzt? Und der Szene abpfeifen. Wollte mich verarschen. Ich war mitten im Angriff. Die Allianz Arena hier. Irgendwas redet er von Verletzung. Bei uns zum Glück nicht. Costa kommt jetzt rein. Und Ezef. Gleich mal zwei neue Leute hier. Bonega. Arke. Chelsea-Spieler. Kann sich da zwar vorne setzen, aber es läuft keiner richtig mit. In Strafraum. Jetzt kommt da. Oh, falsche Taste. Ich will echt flanken, aber es bin auf den Schussknopf gekommen. Aber trotzdem Eckball. Weil mit dem Schuss hat keiner gerechnet. Das war nichts, das war vorauszusehen jetzt. Ist ja gut. Jetzt ruft jemand an. Ich kann gerade nicht. Ach du großer Gott. Ach du großer Gott. Ruf ich gleich zurück. Ganz unruhig. Jetzt geht gerade nicht.
Jetzt friert mir das Bild wieder ein. Was soll denn das? Oh, ich fühle das nicht. Schön. Schön. Schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Schön. Muss noch mal ran hier. Schön gemacht. Durchatmen. Schweinsteiger kommt jetzt für Philipp Lahm. Es ist ein hartes Spiel, das war voraussehen. Jetzt zu Niklas Füllkrug. Auf dem rechten Flügel. Wird abgedrängt. Hat da ein wenig Erfolgschancen. Müller jetzt auf der Seite. Spielt Nem an. Müssen wir aufpassen, jetzt kein Tor zu passieren. Irgendwie sehe ich gerade schwarz. Ajkovic noch Glück gehabt und Eckball für den FC Bayern München. Ich wüsste auch gerade nicht, wie ich einwechseln sollte. Ehrlich gesagt, aus Hoffnung vielleicht für eigentlich ungerne. Betrag. Eigentlich ungerne. Ganz schwere Sache jetzt. Niklas hat mir nicht gefallen, deswegen. Müller mit der Ecke. Pfosten und da ist er. Nehmen wir mich alles täuscht. Jawohl. Ach Mensch. Da war's. Da noch Glück gehabt, in der Luft dann den Ball reingezirkelt. Und jetzt Werner. Werner gegen alle. Werner natürlich nicht durchgekommen. Nicht gegen so viele Bayern-Spieler. Das war irgendwie nur eine Frage. Das heißt natürlich, nicht auseinanderfallen. Sich der Übermacht nicht ergeben. Was ist denn das schon wieder? Und jetzt müssen wir schon gucken, dass wir weiter nach vorne kommen, aber nicht zu fahrlässig werden. Götze jetzt mit hohem Druck spielen. Und mit Offensiv halt. Offensiv vorangehen. Bayern müssen wir jetzt zu Fehlern zwingen. Um jetzt noch den Ausgleich hier zu ergattern. Schön. Oh, ich würde sagen, Ball in eigenen Reihen halten, aber da ist er auch schon weg in dem Moment, wo ich sagen wollte. Nennen den Torschützen. War ein schönes Tor. Kann man nichts sagen. Also schön aus der Luft. Rausgezirkelt. Thiago jetzt. Schön. Puh. Schön gesehen jetzt. Jetzt muss aber schnell gehen, der Costa. Komm, wir wissen, du bist schnell. Da Costa. Setz dich durch gegen Martinez. Mit der Flanke. Kopfball. Kommt nicht an den Ball. Schade. Einfach nochmal nachsetzen. Stark. Jetzt nochmal Costa. Auf den Flügel. Nochmal mit der Flanke. Wieder rausgeköpft. Bayern gerade unter Druck. Rüdiger auf die Flanke zu Bonega. Bonega auf der Costa. Schießt aber Manuel Neuer im Kasten des FC Bayern München.
bleibt Sieger. Man muss sagen, so viele Chancen hatten die Bayern auch nicht. Ah, jetzt Alaba. Auf dem Flügel, alleine gelassen. Saugefährlich, kommt mit der Flanke, Flanke kommt nicht durch. Die kommt aber auf Rafinha jetzt. Bayern erhöhen jetzt den Druck nochmal, wollen das 2 zu 0 haben, wollen die Entscheidung. Aber sie kriegen nochmal ein Eckball. Pizarro kommt jetzt rein für die Torschützen, Bam. Und da ist es 2-0. Wieder ein Eckball. Wieder ein Kopfball. Wieder ein Tor. Sehe ich es richtig, Bastian Schweinsteiger? Robben, hier. Ja, Bastian, Basti macht's. Der Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Werner. Versuch's mit dem Fernschuss, aber Neuer auch hier direkt auf den Mann geschossen, aber schwach. Und der Abpfiff. Wir verlieren in der Allianz Arena gegen den FC Bayern München mit 2 zu 0. Geht vollkommen in Ordnung. Geht vollkommen in Ordnung. Hätte auch so kaum einer im Real-Life gedacht, dass Nürnberg da groß anstehen kann. Haben Bayern viel abgetrotzt, sage ich mal. Durchatmen. Kein Problem. Jetzt auf Platz 3. Das ist doch vollkommen irrelevant. Aber Bayern macht jetzt die ersten, ja, Quantenschritt, Sprünge in Richtung Titel. Haben jetzt 4 Punkte vor Hamburg. Wir gehen weiter in Richtung internationale Spiele. Und zwar ein Testspiel für die Schweiz. Ich mache hier wieder eine Pause. Ja, und dann, wir sehen uns dann gegen Indien. Na gut, warum auch nicht? Warte, wir speichern noch, wir speichern noch. Hier, Let's Play. Damn, nicht abbrechen, nein. Let's Play, ja. Und wir speichern. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Robert. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.